Die Bundesregierung hat uns heute darüber informiert, dass sie durch die NSE darüber informiert wurde, dass angeblich in Deutschland keine Spionage durch die NSE stattfindet. Sie hat nicht ausschließen können, dass nicht trotzdem flächendeckend Kommunikation der Deutschen, insbesondere im elektronischen Bereich, überwacht wird. Denn sie kann keine Aussagen darüber machen, inwieweit auf den Unterseekabeln, inwieweit auf den Servern amerikanischer Unternehmen wie Microsoft, Yahoo, Google oder Facebook diese Daten auch gezielt von Deutschen abgegriffen werden. Und insofern bleibt für mich nach wie vor offen, ob der Vorwurf, dass Deutsche massenhaft ausgespäht werden, nicht doch seinen Grund hat. Wir haben darüber hinaus die Aussage bekommen, dass man davon ausgeht, dass die NSE selbst diese Aussage halten kann, dass sie auf deutschem Boden nichts macht. Eine ausdrückliche Bestätigung, ob das auch für Unternehmen, die für die NSA arbeiten, gilt, habe ich heute nicht bekommen. Das heißt, für mich ist weiter die Frage, ob dieses auch tatsächlich für die von der NSA beauftragten oder mit der NSA kooperierenden Unternehmen gilt oder nicht. Wir haben darüber hinaus heute erfahren, dass die Bundesregierung der Auffassung ist, sehr intensiv an der Aufklärung aller Vorwürfe gearbeitet zu haben. Und dabei werden dann sehr, sehr viele einzelne Schritte aufgezählt. Dazu muss man sagen, dass allein die Tatsache, dass sich jemand trifft und allein die Tatsache, dass es Gesprächsrunden gegeben hat, natürlich noch nichts darüber aussagen, wie die Qualität dieser Gesprächsrunden oder dieser Informationsaustausche gewesen ist. Das ist nach wie vor mein Problem. Ich habe viele offene Fragen und hoffe weiterhin auf Beantwortung, was Details der ganzen Vorwürfe betrifft. Aus meiner Sicht ist klar, dass in einem zweiten Punkt wir feststellen müssen, dass die Zusammenarbeit der Deutschen mit anderen dazu führt, dass wir zu erheblichen rechtlichen Problemen kommen. Das betrifft zum einen den massenhaften Austausch der Daten. Die 471 Millionen Datensätze, die allein im Dezember 2012 von Deutschland in die USA gegangen sein sollen, sind Daten des BND. Ich finde es erschreckend, also nach Aussage des BND sind es Daten des BND. Ich finde es erschreckend, dass das nicht genau gesagt werden kann, weil nicht genau Protokoll geführt wird darüber, wie viele Daten erhoben werden. Vielleicht wird es in der Zukunft dazu kommen, dass der BND seine Auslandsaufklärung tatsächlich genau misst, um hier Klarheit zu haben, um zu wissen, wie viele Datensätze tatsächlich pro Monat durch den Auslandsnachrichtendienst erhoben werden. Und das sind dann Daten, die nicht von deutschen Staatsbürgern sind. Was dann aber auch deutlich macht, dass der BND selbstverständlich mit daran beteiligt ist, weltweit Telekommunikation in großem Umfang abzuhören. Das ist die Aufgabe von Nachrichtendiensten. Die Mehrheit des Deutschen Bundestages und der hier vertretenen Parteien findet das richtig. Die Linke findet es nicht richtig, dass flächendeckend weltweit Telekommunikation überwacht wird. Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang ist natürlich die Frage des Umgangs mit den Handydaten. Das ist tatsächlich ein Thema, das oft im PKGR diskutiert worden ist. Und es ist eine grundsätzliche Frage, die man für sich beantworten muss. Möchte man, dass Handydaten weitergegeben werden, dann kann man nicht ausschließen, dass sie durch andere auch dazu verwendet werden, gezielte Tötungen durchzuführen oder andere Maßnahmen, die mit dem deutschen Recht unvereinbar sind, durchzuführen. Hier muss klar sein, dass es sich nicht ausschließen lässt, dass sowas auf der Grundlage auch deutscher Daten passiert. Was uns heute bestätigt worden ist, dass es keine unmittelbare Zusammenarbeit in diesem Falle gibt und dass immer wieder auf die deutschen Bedingungen verwiesen wird. Aber es ist ausdrücklich auch nicht ausgeschlossen worden, dass auch deutsche Informationen mittelbar dazu hilfreich gewesen sein könnten. Ich denke, dass die Sitzung heute deutlich gemacht hat, dass es nach wie vor viele offene Fragen gibt und dass die Kontrolle von Geheimdiensten tatsächlich ein eher schwieriger Fall ist, denn die Bundesregierung hat heute versucht, die Fragen, die sie selbst aus eigener Verantwortung beantworten kann, zu beantworten. Aber es ist auch immer wieder klar geworden, dass natürlich über das, was andere bei uns im Land machen, keine Erkenntnisse zu erlangen sind, weil da lassen sich die anderen natürlich auch nicht in die Karten schauen. Ein weiterer Grund für uns zu sagen, dass man generell über die Existenz von Geheimdiensten noch mal nachdenken sollte, denn sie schränken die persönliche Freiheit von Menschen ein. Vielen Dank.